Wieder Münster. Das verkündet in Bergen, im Volksmund Baring genannt, schon ein Schild neben der Kirchentür. Denn seit einigen Wochen darf die Heiligkreuzkirche diesen Titel wieder führen, nachdem er lange in Vergessenheit geraten war. Das ist einfach im Grunde, würde ich sagen, eine Bestätigung für unsere Kirche. Wir sind sehr stolz in Bergen, dass wir diese Kirche so haben, dass wir sie auch erhalten. Da arbeiten alle Bergner hart dafür, weil wir sind nur 400 Einwohner und die Kirche ist riesig. Deshalb würde ich sagen, es ist einfach eine Bestätigung für unsere Arbeit. Und es kommen auch viele Pilger zum Beispiel her und die sagen teilweise, es ist die allerschönste Kirche im ganzen Bistum. Viel zu betrachten und zu entdecken gibt es auf jeden Fall. Schon im Jahr 976 gründete Wiltrud, die kinderlose Witwe des Bayernherzogs Berthold, ein Kloster in Bergen. An die benediktinische Geschichte erinnert heute noch ein Seitenaltar. Im Zuge der Reformation stand die romanische Basilika 90 Jahre lang leer. Dann kamen die Jesuiten und sie bekamen die Aufgabe gestellt, die Kirche wieder auf die Höhe der Zeit zu bringen. Und damals war das Rokoko der Baustil. Und es wurde als Aufgabe gestellt, eine Aula Dei, eine Empfangshalle Gottes, zu gestalten. Genau das macht heute das Münster Bergen aus. Was aus der Romanik erhalten bleiben konnte, blieb erhalten. An der Außenmauer sieht man den Übergang zwischen den romanischen Apsiden, halbrunden Anbauten zu den erhöhten Mauern im Rokoko besonders deutlich. Die Gesichter auf dem romanischen Teil blicken gen Osten. Richtig romanisch wird es in der Krypta. Dort findet sich der Namensgeber des Münsters, ein Partikel des Heiligen Kreuzes. Er ist mit anderen Reliquien in ein Kreuz eingearbeitet und kam mit der Klostergründung nach Bergen. Um ihn zu schützen, haben sich die Bergner etwas einfallen lassen. Der Kreuzpartikel wurde in Gefahrenzeiten in einem Baumstamm eingebettet und dann in einer Zisterne, die hier nebenan ist, versenkt. Die Zisterne ist 8 Meter tief und von daher bestand eigentlich keine Gefahr, dass irgendjemand die entdecken konnte und entwenden konnte, weil das ja wirklich das wertvollste Stück in der ganzen Kirche ist. Heute hängt das Holz, in dem der Partikel versteckt wurde, in der Krypta unter dem Hauptschiff. Neben der Stille der Krypta offenbart auch der Hauptraum viele Details. 10 Fresken, unter anderem das Hochaltarbild, stammen vom Augsburger Künstler Johann Wolfgang Baumgartner. Das Deckengemälde gilt als sein bedeutendstes Werk. Zahlreiche Besonderheiten wie die Pietà oder eine Gedenktafel des Eichstätter Bildhauers Loy Hering, der auch im Eichstätter Dom wirkte, gibt es zu entdecken. Letztendlich zählt für viele Bergner aber vor allem eines: die Atmosphäre. Wenn es einem nicht so gut geht, geht man runter in die Krypta, betet, ist so aufgehoben. Man bringt seine Sorgen und Nöte hier vor und es geht einem danach einfach besser. Das ist ja auch überall in der ganzen Kirche, ist ja immer das Kreuz. Das ist ja auch die Heiligkreuzwallfahrt, ist ja hier. Man bringt sein Kreuz hierher und geht getröstet und froh wieder weg. Und das ist jeden Tag, wenn ich die Kirche hier aufsperre, es ist immer schön. Ich bin noch nie hergekommen und habe gedacht, es ist mir eine Last, ich mache das einfach gerne. Ich bin wirklich einfach gerne hier in diesem Raum. Und so machen sich auch heute noch Pilger auf den Weg nach Bergen. Zum Beispiel zum Kreuzfest. Dass die Heiligkreuzkirche sich jetzt auch wieder Münster nennen darf, könnte das Juwel im Bistum Eichstätt bei den Menschen wieder neu in Erinnerung rufen.